Bundestages, einen schönen guten Nachmittag. Mein Name ist Boris Klingenschmidt von SAE Real Estate Mallorca. Ja, heute wieder hier am Paseo Marítimo in Palma de Mallorca, direkt am Hafen sozusagen, hier im Hafengebiet. Flaniermeile am Wochenende, wie auch immer man das definieren mag. Und heute wollten wir mit euch über unsere Marktprognose, Immobilienmarktprognose für das kommende Jahr 2022 sprechen. An allererster Stelle möchte ich mal ganz kurz klarstellen, dass es natürlich immer hochspekulativ ist, Prognosen abzugeben, auch für das kommende Jahr. Allgemein, die Märkte sind alle sehr empfindlich, gerade in den Zeiten, die wir aktuell durchleben, und dementsprechend ist das also eine Prognose. Bitte nagelt mich auf gar keinen Fall fest, aber es gibt natürlich viele Trends, die wir beobachten und die wir an vorderster Front als Immobilienexperten und Sachverständige für Immobilienbewertung hier eben auch auf der Insel sehen und feststellen. Und anhand dessen möchte ich einfach mal meine Prognose abgeben und hoffe, dass diese so zutrifft und natürlich auch der Richtigkeit entspricht. Also an allererster Stelle haben wir ja im letzten Jahr und in diesem Jahr einen sehr starken Trend gehabt im Bereich des internationalen Marktes. Ich möchte auch ausschließlich über den internationalen Immobilienmarkt sprechen und nicht über den nationalen, das ist nochmal was anderes, da wir eben auch vorwiegend internationales Klientel eben haben und kein nationales Klientel. Deswegen ist das, denke ich, an allererster Stelle mal ganz wichtig. Und ja, für den internationalen Markt, man hat es im Jahr 2020 und 2021 gesehen, die Zahl der Residenten, die eben Mallorca jetzt als Ganzjahresdomizil nutzen und nicht nur noch als Feriendomizil, also viele Auswanderer, die sozusagen den Schritt gewagt haben, jetzt in dieser Corona-Pandemie-Zeit etc., die haben das gemacht, haben das ganz bewusst gemacht, und deswegen denken wir, dass dieser Trend sich weiter fortsetzen wird. Das heißt, aus unserer Sicht werden sehr viele Residenten aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz, aus dem deutschsprachigen Raum eben weiterhin sagen, Mallorca ist interessant, obwohl es einige Hürden gibt und einige bürokratische Hürden, die lösbar sind. Das könnt ihr gerne vielleicht mal in unserem Steuertalk auch einsehen, hier nochmal eingeblendet. Und da denken wir, dass es tatsächlich weiter, dieser Trend weiter so verlaufen wird. Das heißt, es werden weiter, die Nachfrage wird weiter steigen. Die Kapitalmärkte geben absolut nichts mehr her. Das heißt, man sucht eben die Sicherheit im Betongold. Und deswegen denken wir, dass Mallorca, diese Mischung, der Sicherheitsfaktor, der Betonsicherheitsfaktor, der auch gegeben ist, was man jetzt in dieser Pandemiezeit absolut gesehen hat. Und natürlich, dass es da in jedem Fall weitergehen wird, dass die Nachfrage stark steigen wird, gerade im Luxussegment, gerade im gehobenen Segment. Das war ja in diesem Jahr und im letzten Jahr rekordverdächtig, wirklich Wahnsinn. Und wir denken eben, dass alle Faktoren dafür sprechen, dass das genauso weitergehen wird. Das heißt, die Preise werden aus unserer Sicht definitiv steigen. Natürlich spielt auch die Inflation eine große Rolle hierbei. Denn wenn Rohstoffe gerade beim Bau von Immobilien auch teurer werden, dann muss natürlich auch der Kaufpreis angepasst werden. Das ist ganz logisch und absehbar. Von daher denken wir, dass also in jedem Fall also eine enorme Wertsteigerung auch weiterhin stattfinden wird. Es kommt natürlich auf den Mikromarkt an. Das heißt, wir reden hier in erster Linie von Luxusimmobilien, Immobilien, die, sage ich mal, für ausländische Investoren interessant sind. Wir denken, dass im unteren Segment, unteren Preissegment, also vielleicht bis 200 oder 250.000 Euro, was dann oftmals auch für den nationalen Investor eben interessant ist, auch für internationales Klientel, aber vorwiegend natürlich für den nationalen Markt, dass es da keine Korrektur geben wird, aber dass die Preise vielleicht ein wenig stagnieren werden. Das ist auch absehbar, denn es gibt sehr viele Neubauprojekte, die entstanden sind in den letzten Jahren, gerade in diesem Preissegment und in Palma mittlerweile auch zum Verkauf zur Verfügung stehen. Das könnt ihr auch bei uns auf der Webseite einsehen. Und dadurch, dass eben diese große Anzahl an erschwinglichen Neubauprojekten eben auch entsteht, wird es aus unserer Sicht so sein, dass gerade Bestandsimmobilien in diesem Preissegment natürlich etwas stagnieren werden. Das ist also auch absehbar. Nicht, weil die Nachfrage jetzt unbedingt zurückgehen wird in dem Bereich, aber das ist natürlich ein wichtiger Faktor, der hierbei eine Rolle spielen wird. Und ja, also wir denken, alles in allem wird es ein sehr bewegtes Jahr auch im nächsten Jahr werden. Wie gesagt, wir haben das gesehen 2020, 2021. Wir können uns noch gut daran erinnern, als wir ja gerade zur Lockdown-Zeit 2020 ganz viele Anrufe hatten von spekulativen Interessenten, die dann gedacht haben, hier ist die große Hungersnot ausgebrochen am Immobilienmarkt und jetzt haben wir hier die Möglichkeit unseres Lebens und eben Schnäppchen zu machen. Also genau das Gegenteil ist eingetroffen. Deswegen denken wir, dass das also auch im nächsten Jahr genauso weitergehen wird. Hinzu kommt natürlich die Inflation, die eine große Rolle spielt und spielen wird. Und dass es da allgemein also weiterhin eine enorme Wertsteigerung geben wird, wie auch in den letzten Jahren zu verbuchen war. Wir denken, da geht es also weiterhin nach oben in dem Segment, und im unteren Segment denken wir, dass es tatsächlich etwas stagnieren könnte. Wie gesagt, das sind alles Prognosen. Wir haben alle keine Glaskugel, aber ich beziehe mich da oder berufe mich da definitiv auf Erfahrungswerte und auf ganz klare Markttrends, die also sichtbar sind und ja, die kein Geheimnis sind und für alle eigentlich offen einsehbar sind. Natürlich sind wir Experten und dementsprechend an der vordersten Front und sehen das vielleicht noch etwas intensiver als der ein oder andere Laie. Aber es ist so, dass aus unserer Sicht genauso
der Verlauf sein wird, dass weiterhin die Nachfrage nach Luxusimmobilien enorm steigen wird, dass auch im Investmentbereich, da hat es ja 2020 doch dann etwas, gerade in der Hotellerie, etwas geruckelt. 2021 sind unglaublich viele Investments auch getätigt worden im Investmentbereich. Das heißt im Bereich von Gewerbeimmobilien, große Hotels, gerade eben in Costa del Plan ist also für über 90 Millionen Euro ein Luxushotel verkauft worden. Also es wird auf Luxus gesetzt, es soll in diese Richtung gehen und ob es dann am Ende des Tages so wird, das wird sich mit der Zeit bestätigen, aber wir gehen davon aus und hoffen, diese Immobilienmarktprognose ist für euch interessant gewesen. Wenn ihr Rückfragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben, könnt gerne unsere anderen Videos auch ansehen, die euch vielleicht auch etwas mehr Aufschluss geben werden über die Situation und ja, stehen gerne bei Rückfragen zur Verfügung als Sachverständige für Immobilienbewertung selbstverständlich vom Fach und ja, wünsche euch alles Gute bis dahin und hasta luego!